Hallo und willkommen zurück zur 12. Folge von Prey. Ich war gestern sowas von aufgeschmissen, Alter. Okay, ich hab's endlich hier reingeschafft. Fehler. Wir hacken das Ding mal. Okay. E-Mail. Ist noch jemand da? Stecke beim Fluchtkapseln fest. Ja, der ist schon tot. Besatzung. Und Programme. Das ist nur die Bereichskarte, was? Ah, wie komme ich denn dann da hoch? Ah, noch ein Waffen-Upgrade. Wir zeigen gleich mal ein paar Sachen, dass wir noch ein paar Medkits machen können. Aber wie kommen wir da hoch, verdammt nochmal? Wir müssen hier nach oben. Kommen wir da? Wir haben keinen Glue mehr. Das heißt, das ist keine Option. Andernfalls, wir müssen dahin. Okay, ja, Geschütz, so kannst du mir nichts anhaben, ne? Okay, wir gehen einfach runter. Weil ich meine, hätten wir Glue, könnten wir es machen. Aber wir haben keins. Kann uns jemand? Ich bin mit Emanuela de Silva in einer Fluchtkapsel. Wir stecken in der Startröhre fest. Die Luke an der Außenseite sollte bei der Einleitung des Starts der Kapsel abgesprengt werden. Aber die Bolzen hatten eine Fehlfunktion. Können Sie uns helfen? Sie müssen rausgehen, um die Luke von außen zu entfernen. Ich verlange viel, aber ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Abwarten und verhungern wahrscheinlich. Hinter der Abdeckung ist ein Überbrückungsschalter, um einen Kapselstart zu erzwingen. Aber drücken Sie den nicht, bis die äußere Luke geöffnet ist. Sonst werden wir in Stücke gerissen. Ja, machen wir später. Ne? Wir machen erstmal hier die Tür zu und dann gehen wir erstmal raus. Gucken, ob es funktioniert. Ich glaube zwar nicht, aber wir werden sehen. Fehler. Diese Fluchtkapsel weist derzeit eine Fehlfunktion auf. Lag. Abgrundtiefer Lag. Hier ist die Luftschleuse. Wir müssen erstmal in den Außenbereich. Okay, I see. Dann tun wir die Fluchtkapsel nämlich retten. Das geht aber nicht. Wir kommen da nicht hin. Wir müssen dafür höher. Und ohne Glue kommen wir da nicht hin. Das heißt, wir müssen erst ein bisschen Glue besorgen. Mikrogravitation entdeckt. Nach links Richtung festgesteckene Dingens. Luke, da. Ah ja, I see. Und ich sehe auch schon warum. Da ist die Luke. Was hilft Luca Glas? Also müssen wir erst die Dinger wegmachen. Okay, das machen wir. Scheiße, gerade irgendein Timer abgelaufen oder so. Außenbereich, okay, und jetzt? Das Ding hat keinen Saft. Danke, Morgan. Es bedeutet mir sehr viel, dass Sie das getan haben. Bitte schön. Trotz Frank. Ich übermittle Ihnen die Position von etwas Nützlichem,
Ich konnte es nicht von der Station mitnehmen, aber vielleicht hilft es Ihnen. Okay, danke. Mr. Yu, hier spricht Eddie Voss. Ich arbeite unten im Frachtraum. Ich wollte Ihnen sagen, dass wir Sie bestohlen haben, Sir. Es hat klein angefangen. Das Schmuggeln harmloser Dinge von und zur Station. Arzneimittel, Lebensmittel, die nicht auf der sicheren Liste stehen. Vielleicht zahlen Sie Ihren Technikern im Maschinenlabor nicht genug, denn Lilly... Aha, man konnte hier die ganze Zeit nach oben. I see. Morgen. Nicht. Ich bin nur ein schwaches Abbild von Ihnen und weiß, dass wir die Talos 1 nicht verlassen sollten. Wenn Sie jetzt gehen, zögern Sie das Unvermeidliche nur hinaus. Was wird wohl das nächste Ziel der Typhon? Ja, aber wir können nichts machen. Wir haben nichts. Hätte ich Glue gehabt, dann hätte ich das machen können. Aber das heißt jetzt wohl... Abschied nehmen von der Station. Wir können nicht anders. Morgen. Ich verstehe nicht, woher du die Startschlüsselkarte für die Fluchtkapsel hast. Von allen Möglichkeiten, wie die Tests sich verändert haben könnten, habe ich diese am wenigsten erwartet. Du gehst einfach. Ja. Ich gehe einfach. Das ist wahrscheinlich das schlechte Ende. Aber wir haben keine Muni mehr. Wir können nichts machen. Das ist wohl der beste Weg. Looking Glass. Wir haben versagt. Es ist ein Misserfolg. Nochmal. Was? Jetzt ein Spielstand, keine Lebensdauer, was? Ich bin tot? Wieso bin ich denn tot? Was? So, ja. Okay, wir gehen kurz in die Datenzentrale und geben da mal einen Code ein. Kann man die Laptops... Ah, man kann noch benutzen, okay. Gut, Tracking Armband ID. Okay, was brauchen wir da für eine ID? Wir brauchen 0913. Das ist meine. Wird deaktiviert. Okay. Clevere Laborratte. Ich sehe sie nicht mehr. Ihr Bruder wird nicht so viel Glück haben. Ich hab ihn fast. Okay, und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Das ist so ein Kack. Was war hier unten? Mikrogravitation entdeckt. Ach, das Ding war hier, ja, ja. Ja, los, gut, los, gut. Okay, wir müssen hier aufmachen. Und dann hier rein. Okay, wartet, 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 wartet. Thermalbaum haben wir nicht genug, jetzt schon. Jetzt soll ich auch mit ihm noch anreifen. Okay, das haben wir. Gut. Werkzeugraum. Oh. Ja. Dankeschön. Danke, jetzt kommen wir da hoch, Leute. Endlich.
Abpfiff aktiv. Ja, Ersatzteile, ja, die brauchen wir immer. Okay, dann lasst mal ganz schnell zum Grav-Lift. Die empfangen rein gar nichts. Rein gar nichts. Hier musste ich nicht hin. Here we go, Leute. Endlich. Oh, damn it. Puh. Danke. Okay, jetzt müssen wir darüber. Das kriegen wir leicht hin. Easy. Easy. Okay, wartet. Ich kann nicht hacken, ne? Damit, was habe ich mir dabei nur gedacht? Ich hätte ihn hacken können, hätte er mich nicht bemerkt. Ah. Okay, Leute, ich glaube, das ist noch lange nicht das Ende. Alter, warum lag das denn hier so? Mein Gott. Hallo, ist ja gut so. Danke. Wir haben es, jetzt gehen wir da runter, warte, kann ich... Oh, okay, wir können einfach runterspringen. Gut, wir schauen uns vorher nochmal um. Jetzt Geronimo! Oh, erstmal essen, erstmal essen. Oh, leck. Ah, er hat ein echt nice Shuttle. Mein Gott, jetzt hör doch auf so rumzulegen. Okay, jetzt erstmal essen, erstmal. Oder noch ein Abzug verdruckelt. So, wir sind wieder voll, Leute. Okay, jetzt müssen wir uns Commander Dahl, hier spricht William Yu, Vorsitzender des Transstar-Vorstands. Ich benötige Ihre Zugangsdaten, um diese Mission zu autorisieren. Natürlich. Mein Authentifizierungszeichen lautet Zeta Invictus Imperator Tangerine. Zeichen korrekt. Guten Morgen, Direktor Yu. Der Shuttle ist bereit und im Orbit. Erwarte Missionsparameter. Sie werden sämtliche Elemente von Technologie und Forschung der Stufe Kobalt an Bord der Talos 1 sichern. Und danach das gesamte Transstar-Personal eliminieren. Das gesamte Personal? Keine Überlebenden. Das ist Ihre Show. Und deren Begräbnis. Die Bezahlung erfolgt auf 6 separate Benelux-Konten. Wenn Sie uns über Ihren Erfolg unterrichtet haben. Ich lasse meine Operator-Feeds an. Warten Sie einfach ab. Wir raten Ihnen dringend, zuerst Ihren Techniker an einem Stationsrouter innerhalb der Firewalls abzusetzen. Das Maschinenlabor wäre ein idealer Ort. Ja, Maschinenlabor. Ich habe mir die Pläne angesehen, Mr. Yu. Auf Wiedersehen. Zerstören Sie diese Übertragung nach dem... Maschinenlabor also. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Maschinenlabor. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge.
oder? Ja, machen wir nächste Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und ciao, euer Wirtgamer.